Hallo! Da haben wir es wieder. Der Flo kann nicht normal Hallo sagen. Hallo! Oder ist es ein normales Hallo? Ja. Willkommen zurück bei Dark Souls 2. Hallo! Der Flo am Gamepad. Hallo. Und er springt jetzt hier von oben in diese Höhle rein. Wir haben immer noch die abgefuckten Batterien, oder? Ich bin nicht ganz sicher, weil ist alles so ein Durcheinander hier. Du, das ist doch jetzt totale Schikane. Ich habe dich eben gerettet mit meinem schnellen, die schnelle Reaktion, dass ich das noch ausgetauscht habe. Ja, etwa nicht? Ja, ja, schon, aber wir haben jetzt die alten Batterien drin. Weiß ich nicht, mein Gott, so gehen doch jetzt. Sei doch froh, was ich dir gegeben habe. Was hier, was wie früher, da hatten wir nicht mal Batterien. Ja, das stimmt. Ja. Ich erinnerte mich, da hatten wir auch Dark Souls nicht. So war es nämlich hier, dieses. Aber der feine Herr Heider, ne? Schrecklich. So, das Thema Rauchen haben wir durch. Barfuß, nackt. Sind wir durch den Schnee gewartet. Ja, das war schön. Habe ich tatsächlich früher mal gemacht. Hat dir auch gar nicht geschadet. Nee, bin dann auch umgefallen und lange. So, klein. So, zieh am Hebel. You've crossed that line. Der Penis war schon immer so klein. Weißt du, Martin? Ja. Man nennt mich nicht so. War der früher größer? Den, nee, das ist eben die 8. Sag ich doch, der war schon immer so klein. Die 8 cm Lustmuskete. Die was? Nussmuskete? Lustmuskete. Nicht Nussmuskete. Naja, vielleicht auch Nussmuskete, ich weiß es nicht. Der ist halt, das ist halt dieser. Ja, ich trage meinen Penis nach dem Wahlspruch: lang wieder Knacker, dick wieder Wiener. Kannst du es auf Deutsch nochmal sagen? Lang wie eine Knackwurst, dick wie eine Wiener. Das ist doch nichts Gutes, oder? Das ist mein Leben. Es tut mir leid. Jetzt habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich die ganze Zeit über dich Witze mache. Schön war das nicht. Nee, ich lebe damit. Eigentlich macht man ja so über. Macht ja Witze, also ich über Leute, die es halt. Was mache ich denn jetzt? Vertragen können. Weißt du, ich mache mich ja nicht über Schwache lustig, eigentlich. Ja, ich vertrag's ja. Und jetzt bei dir, dann habe ich aber ein schlechtes Gewissen, wenn der Penis ja wirklich so klein ist. Das tut mir jetzt dann leid. Nee, der ist nicht lang, aber er ist halt unglaublich dünn. Das tut mir schon leid. Nö, das ist alles gut, alles gut. Gut, auf jeden Fall, du hast nie getaucht, hast du gesagt, um das noch abzuschließen. Hast du denn andere kleine Laster, wie einen LKW? Verstehst du Laster? Ja, ach Gott. Schon. Wie einen kleinen LKW. Ha! So. Oh. Ja, super. Und den noch dick in die Fresse geflasht. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwelche Schwachstellen habe, sozusagen. Oh, ja, ich. Ja, in die Richtung geht das Gespräch jetzt. Ja, du hast doch gefragt. Schwachstellen. Ich habe überlegt, Laster. Ob ich irgendwelche Schwachstellen. Fehler. Ja, okay. Habe. Bitte, tu es. Und du bist im Ergebnis gekommen, nein. Doch, bestimmt. Ich bin ja jetzt nicht so vermessen, zu sagen, dass ich perfekt bin. Wahrscheinlich bin ich es nicht. Stachelpeitsche übrigens, die kannst du später machen. Oder möglicherweise bin ich es nicht. Ja, man kann es auch nicht nachweisen, ne? Das Gegenteil wurde noch nicht bewiesen. Ja, das ist natürlich. Aber ich bin fest der Meinung, dass ich irgendeine Schwachstelle habe. Dass ich nicht perfekt bin. Das sage ich jetzt hier ganz offen vor allen Leuten. Da gehört aber, meine Zuschauer, meine Damen und Herren, da gehören auch Eier dazu. Dass man das mal offen zugibt, dass man sagt, ja. Ich glaube, ich bin nicht die Krone der Schöpfung. Das ist doch mal ein Applaus wert, meine Damen und Herren. Kruzifix, wieso? Was? Was? Ja. Was ist denn jetzt los? Kommt, Jungs. What? Ich bin raus. Auf zum Leuchtfeuer. Du gehst jetzt nicht einfach weg. Ich gehe freilich weg. Ich glaube, ich bin. Du gehst jetzt nicht einfach weg. Das ist mir noch nie passiert. Hilfe! Du gehst jetzt nicht einfach weg. Aua, nicht mit der Fleischpeitsche von Soho. Was geht denn ab? Du gehst jetzt nicht einfach weg. Du wiederholst dich. Sag mal, Hilfe! Sag mal, was ist denn los? Kaum wirst du mal von 4 Sadomaso-Typen mit Peitsche verfolgt, geht die hier. Mein Wochenende in der Münchner Innenstadt. Ja. Geht hier die Pumpe, was ist denn los? Die sind etwas zu stark zu viert. Ah, Schisshase-Spielchen, ja? Ja. Ach, oh, das Niveau. Der Puck, der kann auch nichts. Meine Freunde können auch weniger. Bleibst du, mein du Depp. Tschüss. Servus. Tut mir schon so ein bisschen leid. Jetzt wirken sie so ein bisschen verloren. So, wo geht's jetzt? Wir wollten nur noch Party machen. S&M. SM. S&M.
H&M. Mit dem eben. Oh, wie er sich an den Baum lehnt. Also irgendwie, die wollten das schon auch, ne? Also halt. So mittendrin hat er schon so ein bisschen Mitleid mit dir. Ach, der will gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Sag mal, eigentlich wäre es jetzt klug, weißt du, was ich jetzt mache mit dir? Okay, jetzt kommt's. Sind jetzt echt alle aktiviert worden? Ist ja lustig. Also pass auf, ich spoilere dich jetzt, weil du müsstest... Warum denn? Weil du jetzt... Weil du jetzt dran kommst. Werden. Du kommst jetzt dran. Okay. Soll ich dann jetzt schon das Gamepad nehmen? Mal, nö, nö. Alles gut. Mhm. So, also pass auf. Dahinter, ja, wartet ein Boss. Deswegen muss ich dir das Ding jetzt gleich geben. Ja. Den Typen könnte man vorher erledigen. Okay. Ich mag den nicht. Ja. Ich würde aber sagen, wir laufen nochmal zurück, weil es echt viele Seelen sind. 11.000? Ja. Wie weit laufen wir zurück? Ein bisschen, ne? Ein bisschen, oder? Ein bisschen. Ach, mein Gott, wir kommen doch eh nochmal her dann. Ja, die sind nicht so leicht. Wollen wir den jetzt versuchen zu erledigen? Ich bin nicht gut mit dem Typen. Ich kann den nicht. Der nervt mich immer. Der rote hier? Ja, mag ich nicht. Den kann ich ja auch probieren. Guck, was für ein geiler Anfang schon. Da hast du schon dritte Lebenspunkte verloren. Oh, Ficken. Das hat er gut gemacht. Okay, jetzt dickes Lob. Jetzt verstehe ich schon, warum ich ihn nicht mag. Der hat aber einen geilen Schild. Der gefällt mir voll. Den möchtest du mir jetzt wieder abnehmen. Der erinnert mich ein bisschen an mein Lieblingsschild aus World of Warcraft. Es gab da... Von wem ist das nochmal gedroppt? Das war so ein großes Schild, so mit Stacheln vorne dran. Oh, ach, ich... Ich mich mal ein. Das ist auch so ein großer, viereckiger. Das ist auch so eine Kühlschranktür genannt. Okay. So ein großes, viereckiges Ding und mit Stacheln vorne dran. Alles gut. Und das war mein Lieblingsschild in World of Warcraft, was einfach so brutal aussah und cool. Ich habe die grüne Blüte genommen. Ja, hilft uns jetzt gar nichts. Okay. Das Kreuz ist super, ne? Das ist halt ein schönes Gamepad einfach. Frisst Batterien, dafür geht das Digi-Kreuz nicht richtig. Kriegen wir das jetzt hin? Ja, natürlich, hallo. So groß ist das, kann ich weitersprechen. Zack, perfekt. Merkt ihr bitte, edler Knochenstaub, den können wir verbrennen, damit wir die Wirkung des Estus Flocon verstärken. Ach, guck an, dann sollen wir es auch demnächst mal machen. Ja, ich bin jetzt nicht, weiß nicht, wenn wir jetzt schon hier sind, würde ich sagen, ich probiere jetzt mal den Boss. Mhm. Und der Rote bleibt jetzt weg. Wenn ich jetzt sterbe, darf ich dir da einen Tipp geben oder gar nicht? Nö. Ui. Ui, ui, ui. Wie ging das mit dem Blocken nochmal? Ach, der linke. Darf ich dir gar nichts sagen? Nee. Vielleicht kennst du ihn ja aus einschlägigen Videos, die ich unter anderem produziert habe. Ich habe keine Videos, wo ich Wuchs bleibe. Oh, aber doch, den kenne ich. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ist, aber den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich, glaube ich, im Vorschauvideo von Michi gesehen. Michi hat kein Vorschauvideo gemacht, das habe ich gemacht. Danke, Martin Lee. Irgendwas hat Michi auch gemacht. Was? Ja, der hat die Beta gespielt. Ja, irgendwas war hier mit den, zumindest hier beim Kreis. Ja, genau. Au. Au. Nimm dir schon mal ein Estus Flakon oder irgendwas, was sonst. Ach, siehst moin. Du, die kommen nämlich wieder. Ach, solche sind das. Ja. Und von wem werden die wiederbelebt, auch im ersten Teil? Von so einem hier Totenbeschwörer. Ja, den such mal. Na super, was für ein Spaß. Ich weiß nicht, war der da schon? Nee. Oder war der links? Oder kommt er noch gar nicht? Ah! Moin. Da. Oh, da ist einer. Da ist er. Was ist das denn? Sau. Ups, das kommt auch gleich wieder. Nicht anvisiert. Schnell. Oh. Komm, nehmen Sie mit. Boah. Pass bitte auf. Sagte schade. Er. Das war alles noch ein bisschen hektisch. Was wird mal ein interessanter Bosskampf? Scheint mir. Ja. Das finde ich aber jetzt mal gut. Ich wünsche mir... Weil die anderen fast ein bisschen langweilig. Die letzten, der gegen den Verfolger. Der ist überhaupt nicht schwer. Der ist aber das ist interessant. Das finde ich aber ganz cool. Das, halt, was anders ist, meinst du? Genau. Ja. Weil der Verfolger ist halt wie immer das Gleiche, so ne, den Schlägen ausweichen, den Rücken und hack, hack und so. Man ist nicht, dass es nicht spannend wäre, so, aber ich finde es halt ganz cool, wenn die Bosskämpfe mal ein bisschen variieren. Ich und bitte dich nur, dass du da jetzt mit heiler Haut ankommst. Das schaffe ich ja wohl mit links. Wenn ich wüsste, wo es lang geht, da ungefähr.
Das schaffe ich ja wohl, Herr Heider. Na gut. Von was haben wir vorher gesprochen? Über Penisse? Ach, Penen. Ja, danach haben wir noch was. Peni-I. Ah, dann haben wir die SM-Typen verfolgt und aber eh schon. Genau. Gut. Das war uns, das war echt das der Gesprächsinhalt von 10 Minuten. Aber bitte schon die Dichtung dann gehen. Ja. Rechts, nach oben. Da habe ich die SM-Typen jetzt auch nochmal. Ja, die darfst du. Die sahen gar nicht so unkompliziert aus. Das geht schon. Einzeln. Das musste der jetzt, ich habe da bloß einen Fehler gemacht, ich bin zu weit vor, die kannst du alle einzeln anlocken, das ist kein Ding. Das ist ja oft eh geschickt, ja? Ja, ja, wesentlich. Einzel. Au! Da ist schon, ja. Moin. Tschüss. So, weil du mir ja keine Fragen stellen willst, mache ich weiter. Kommt das schon wieder? King Kong oder Godzilla? Jetzt schnell hier, zack. Ich habe den letzten King Kong-Film noch nicht gesehen, aber wir möchten ganz gerne schauen. Ich beantworte das einfach ruhig mal ein bisschen umfassender. Den mache ich mir mal weg kurz. Ja, ich merke schon. Ich bin auf den neuen Godzilla-Film gespannt. Schwierig. Godzilla. Dito. Ich glaube, der neue Godzilla könnte nach der Emmerich-Katastrophe. So schlimm ist der gar nicht. Ich fand den so zum Kotzen. Ich war da im Kino. Bin halt. Genau, und dann reicht das und dann bleibst du in dem Bereich. Der ist okay eigentlich, finde ich. Ich fand den. Also ich muss ja sagen, ich habe halt damals als weiß ich nicht, Achtjähriger. Hast du vielleicht zu viel erwartet? Also ich habe von dem Film nicht erwartet und wurde. Ich schon, ich war halt sehr großer Godzilla-Fan früher und hat auch. Ich weiß nicht, wie viele Plastik-Godzilla-Varianten und habe mir damals dieses. Die haben ja immer wieder. So quasi Reboots der Godzilla-Reihe gehabt. Ständig, wie jetzt auch wieder wahrscheinlich. Langsam? Ja. Komm. Also in Japan. Wie kam die denn von dir? So weit war es doch gar nicht. Wie ist denn da gekommen? Irgendwas keine Ahnung, was er da aktiviert hat oder warum. Genau, geh wieder zu dem Bereich zurück. Ich denke, ich weiß nicht, ich war da so enttäuscht von dem Film. Ich fand das so schlimm. Das war so ein bisschen à la Jurassic Park jetzt im zweiten Teil, da ist der T-Rex in der Stadt. Ich fand das so lahm. Aber. Müssen auch nochmal sehen, vielleicht, weiß nicht, weil ich dachte halt, es kommt was anderes auf mich zu. Deswegen, ich hasse auch Transformers. Boah, hör bloß auf, ich habe den. Warum kommt der denn zuerst? Ich habe den ersten nur geschaut davon, fand den öde und habe dann auch keinen anderen mehr geguckt davon. Also, ich finde echt gereicht. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt keiner, ich schaue mir auch gerne mal einen künstlerisch wertvollen Film auf Arte an, aber ich schaue halt auch gerne einen Schwarzenegger-Film aus den 80ern an oder so. Ich fand es eigentlich total begeistert, hatte riesen Spaß bei diesem Escape-Plan mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Den habe ich nicht gesehen. Okay. So geil, so ein Spaß gehabt. Die Geschichte ist total dumm. Arnold Schwarzenegger ist halt ungefähr einer der besten Hacker der Welt. Echt? Ist deswegen im Knast. Der andere ziemlich gute Hacker ist 50 Cent. What? Sylvester Stallone ist halt auch so ein Profi, so, der irgendwie vorher Rechtsanwalt war oder so. Anwalt, okay. Jurist. Eigentlich musst du nicht weiter erzählen. War halt Jurist und ist jetzt irgendwie hat seine eigene Beratungsfirma aufgebaut. Also alles so völlig Hanebüchen und total dumm, aber ein Riesenspaß. Also ich hab echt da kommt jetzt gleich Bock ein. Gehabt. Da kommt runter, da kannst du hinlaufen direkt. Ja, hättest du erwischen können. Denn er kannst du quasi K.O. schlagen, bevor. Lieber schon mal sicher. Also, das ist totaler Quatsch. Ich habe einen riesen Spaß gehabt. Also, ich gucke auch gern. Ich muss jetzt nicht mal der intellektuelle Film sein. Nö, ich mag da schon auch geile Arthouse-Filme. Aber Transformers war so. Ich muss also dazu sagen, ich war auch als Kind wieder großer Transformer-Fan. Und ich gar nicht. Der Film, da gibt es ja den einen Film, in dem Optimus Prime stirbt. Also, die waren schon auch mal härter ein bisschen. Und ich habe die ersten Trailer gesehen, in denen da irgendwie so lange Schatten. Vorsicht! Aber man kann da durchfahren. Ficken! Entschuldigung, dass ich ficken sage. Jetzt haben wir 14.000 Seelen. Ja, 11.000. Allein auf dem Weg haben wir schon wieder 5.000 gesammelt. Seelen gehabt. Ja, aber auf dem Weg schon wieder 5.000 gesammelt. So viel sind jetzt 14.000 auch nicht. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber mein Gott. Schade. Schade drum. Ich habe nicht gedacht, dass man da durchfällt. In so einem Spiel wie Dark Souls kann man damit auch nicht rechnen, dass es jetzt dann einfach mal so eine Lücke ist in der Brücke. Lücke in der Brücke. Bis dahin habe ich leider schon vergessen, die Folge Lücke in der Brücke zu nennen. Aber naja. Jetzt ist ja eine Transformers-Geschichte. Wir machen die 14.000 Szenen gerade echt fertig. Die Leute haben eh schon oft, das fand ich auch immer interessant, es gab öfter Kommentare von anderen Leuten, die irgendwie auch Dark Souls spielen, die sich so ein bisschen meine Gelassenheit gewünscht haben. Ja. Weil sie meinen, das regt sie alles viel zu sehr auf. Ups. Ich...
Ja. Liebe Zuschauer, man muss das jetzt kurz das Szenario beschreiben. Martin starrt immer noch auf den Monitor und spielt und ich habe mich abgewandt und schaue noch draußen durchs Fenster. Ich grinse in mich hinein. Ja. Das hat so jetzt, schlimm ist es doch jetzt gar nicht. Das ist sehr schade. Das stimmt schon. Eine Unachtsamkeit deinerseits. Das ist echt eine doof Unachtsamkeit. Also stirbt, geht's mir meist, auch in Dark Souls 1 geht's mir so, immer durch Doofheit gestorben, du bist Unachtsamkeit. Und beim Boss dann gar nicht oder halt relativ wenig. Du bist falsch. Bin ich schon falsch? Nein, Entschuldigung, oder warte mal, nicht doch. Ja, bist falsch. Ja. Nach rechts runter. Du hättest ja auch nach links, noch? Links, nee, links. Links. Ja. Wenn ich jetzt, habt ihr keinen Schmarrn erzählt. Okay, weiter. Okay, ja. Hier, okay. Gut. Ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich noch mit dir reden soll. Es ist alles vorbei. Alles keinen Sinn mehr. Ich hab doch die für dich aufgehoben. Ups, für dich, was ist denn jetzt so? Verschmeiß doch noch die anderen 5000. Okay. Das ist ein Befehl. Okay, was? Okay. Ah, die kannst du, die anderen sind ja. Ja, aber trotzdem. Jetzt einmal noch. Gut, also gut zu Leveling Ding, was haben wir denn noch? Nein. Ja, erzähl euch weiter. Wo kamen die denn alle auf einmal her? Die Folge ist eh aus. Ich muss jetzt auf. Aber wo kamen denn alle her? Das waren 19.000 Seelen, die wir jetzt verpuffen haben lassen. Die kamen von oben, weil du unvorsichtig warst. Wie von oben? Ach, ich weiß auch nicht. Wo kamen denn alle her? Herr Vincent, wir müssen eh auch hören. Ich bin böse. Nee, ich bin nicht böse. Aber es ist schade. Es ist sehr schade. Das ist auch immer so, wenn man Dark Souls ein bisschen nachlässig wird, wird das sofort bestraft. Ja, ich... Ja, du? Ich möchte, ich muss mal irgendwann aussteigen, glaube ich. Wie aussteigen? Ja, bisher war ich doch auch immer, dann hieß es, boah, geht der Heider ab, der alte Messi, wenn der Martin seine Sachen verkauft. Ich bitte zu berücksichtigen, dass ich seit 39 Folgen eigentlich immer handsam war und nie ausgestiegen bin, auch wenn der Martin nicht ausrasten, genau. Auch wenn der Martin nicht auf mich gehört hat zum wiederholten Male. Das muss doch dazugehören. Ich bin doch hier nicht deine Marionette. Nein, meine Marionette, aber 19.000 Seelen einfach mal links liegen lassen, weil dir der Schalk im Nacken sitzt. Aber das Problem ist, jetzt jammer ich nur. Ich muss einfach mal aussteigen. Das ist wichtig. Wir verlieren auch maximale Trefferpunkte. Ist ja auch ärgerlich. Möchtest du darüber springen? Probier so aus. Was kostet die Welt? So schlimm wäre es jetzt nicht, wenn man nicht maximale Trefferpunkte verlieren würde. Mhm. Wie viele von diesen Menschenbildern haben wir eigentlich? Ja, ich glaube schon ein paar, ne? 17. Ne? 17, ja. Gute Sache. Ist ja riesig. Wir brauchen bis zum Ende des Spiels ja nicht mehr. Ja. Scroll mal runter kurz. Gerne. Scroll. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir den... Boah, wir haben schon voll viele irgendwelche Boss-Seelen. Mhm. Das ist ja mal ein geiler Scheiß. Du kannst mal noch schauen. Kann man ganz kurz? Ich gebe dir gerne das Gamepad. Ja, jetzt. Wenn es kurz vorm Ende ist. Den können wir wieder einlösen. Dreimal, schau. Im Nest. Du weißt noch? Und wir können unseren Estus-Flakon aufbessern. Das könnten wir eigentlich machen da hinten. Also jetzt, das könnten wir eigentlich dann jetzt in der nächsten Folge oder in der Pause machen. Wir könnten den Estus-Flakon mal verbessern. Das ist ja auch immer mal gern gesehen. Das könnte man in der Pause schnell machen, ja. Und in der nächsten Folge lege ich dann den Boss. Ja. Das heißt, wenn ich da hinkomme. Das ist jetzt auch egal. Jetzt hast du so viele Seelen verloren. Es ist alles völlig egal. Also ihr merkt schon, der Flo braucht dringend eine Pause. Ja. Und dann beenden wir es auch für heute Abend. Und irgendwann dann, weiß ich nicht, Ende der Woche vielleicht oder nächste Woche, gehen wir frischen Mutes. Ja, und wir haben ja eigentlich den Plan, irgendwann mal uns samstags zu treffen. Hast du übernächstes Wochenende Zeit? Übernächstes? Nächstes Wochenende habe ich keine Zeit. Das Osterwochenende habe ich keine Zeit. Aber das Wochenende danach? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Der Sonntag, der 27. Der Sonntag? Warum nicht der Samstag? Da bin ich in Köln. Der Kölner. Herr Jeck. Am 27. Überleg's dir mal. Ich überleg's mir. Ihr könnt ja euch auch überlegen, ob ihr Zeit habt. Oh ja. Martin, warum auch immer? Das und seelische Kraft. Sehr Seele gesagt, hör auf Seele zu sagen. Ja, aber bevor es jetzt hier schlimm wird. Genau, macht es gut. Und unsere Verabschiedung atmet immer total aus.
Das stimmt. So, jedes Video immer so 2 Minuten, tschüss. Ne? Aber so, ach nee, eins habe ich. Das ist wie so ein Gast, den man so langsam abends so, kennst du das, wenn man Leute eingeladen hat und möchte auch mal, dass die gehen? Ach so ist es für dich? Irgendwann schon manchmal. Und dann. Ich dachte, es geht von uns beiden aus. Und dann, manche checken das dann nicht. Und dann fängst du schon an, eine schöne Zähne zu putzen, hast du einen Schlafanzug an. Du bist eigentlich schon im Bett, kommst raus, musst du mal pinkeln und die sind immer noch auf der Couch. Ja, so immer so. Und du sagst mal schon so, ja, schon spät und ja, jetzt, was machen wir jetzt, weiß auch nicht mehr. So, langsam drängst du die immer schon dazu und ja, fängst du dann echt schon an, Zähneputzen, Schlafanzug an. Echt? Also wenn du sagst, und, boah, ist aber schon spät, dann würde ich schon sagen, na, jetzt können wir langsam gehen. Und so, und die Richtung. Und dann verabschieden die sich aber noch stundenlang. Dann kommen sie aber noch mal wieder und eins fällt ihnen noch ein. Und so, dann willst du nur noch die Treppe runtertreten. Hast du auch schon mal? Sind ein paar deiner Freunde schon verstorben, weil du die Treppe falsch runtergetreten hast? Nein. Nein? Nee, es geht allen okay. Damit habe ich nichts zu tun gehabt. Ach so, das war jemand anders. Das war Mirtin. Das war dein Fall. Das war echt, das war halt deine komisch gewischt. Das habe ich der Polizei damals auch gesagt. Da hatte ich nichts mit zu tun. Oh ja, da kann ich. Ich kann dir ein paar Polizeigeschichten erzählen. Florian gegen die Polizei. Ich kann dir Martin vor der Polizei erzählen. Auch eine geile Geschichte. Vor der Polizeiwache. Ich bin mal festgenommen worden. Das bin ich auch schon. Echt? Ja. Geil! Boah, da freuen wir uns quasi auf die nächste Session, dass wir die nächsten 15 Folgen beanspruchen, unsere Straftaten aufzuzählen. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt schon seit 4 Minuten. Ja, jetzt müssen wir auch auf. Oh Gott, es gibt gar nichts mehr zu sehen. Nö, also jetzt hör mal auf. Also, super. Gut, dann schönen Abend und. Das sieht aus wie ein bisschen. Von Weitem. Du hörst auch nicht auf. Vom Weitem sieht es so ein bisschen aus wie Bejeweled. Wenn man jetzt nicht so genau hinguckt, aus dem Augenwinkel. Klick löschen. Reihe löschen. Ja, vielleicht kann ich, wenn ich jetzt hier irgendwas benutze, pafft das alles zusammen. Okay, also schönen Abend. Sag schönen Abend, Martin. Dir? Oder den Zuschauern? Den Zuschauern natürlich, mir doch nicht. Ja, den Zuschauern nicht. Aber das ist auch gefährlich, weil du weißt ja nicht, ob sie jetzt abends gucken. Bis bald. Dann wünsche ich Ihnen mittags, zur Mittagszeit einen schönen Abend. Und ja. Die sitzen halt noch auf der Arbeit und denken. Und meinen, sie können jetzt nach Hause gehen. Du blöder Fucker. Achso, ich muss hier noch einen halben Tag arbeiten. Ich dachte, die denken sich, weil der Heider gesagt hat, schönen Abend, kann ich jetzt nach Hause gehen, verlieren deswegen ihren Job. Ja. Und dann? Suchen sie mich auf und stoßen mich die Treppe drunter. Wie sie es von Martin Lee gelernt haben. Ich habe es ja nie gemacht. Der gewaltlose Stoß. Ich habe es ja nie gemacht. Ja, sind, ja, Martin. Die sind von alleine runtergefallen. Ja, ich kenne das. Die Treppe war eingeölt. Man kennt das ja. Eingeölt. Nivea Soft. Und auch Öl. So, du ölst dich schon ein und die Leute gehen immer noch nicht. Damit sie bei der Umarmung abrutschen und die Treppe hinabgleiten. Nein, weil man sich abends halt einölt. Kennst du es nicht? Abends einölen? Das ist eine tolle Sache. Bevor man ins Bett geht. Ja, natürlich. Es verleiht einen frischen Glanz, wenn man abends dann aufs Klo muss und seinen glänzenden Popo im Spiegel sieht. Man ölt sich ja wohl nochmal ein. Man darf sich doch nochmal einölen abends. Was darfst du mit dir einölen? So, jetzt artet's aus. Man darf sich ja wohl einölen. Ja, oder einölen lassen. Was ist? Ich öle mich gerne zum Schlafen gehen ein. Okay, also. Ich stell mir gerade vor, wie du dich einölst. Und dann willst du dich ins Bett legen, rutscht aber mein Bett. Ist halt in einer Tour, es dauert halt bis zu 1,5 Stunden, bis ich vom Bad bis zum Bett komme. Und habe mir oft mehrfach schon die Zehen gebrochen. Manchmal schlafe ich dann einfach am Boden ein und ich rutsche aber immer noch so hin und her. Ich gleite immer an jeder Ecke. Oh Gott. Du bist ja auch. Ja. Das ist bei dir, weil wenn du jetzt auch keine Klamotten dann hast, weiß man auch gar nicht genau, wo hinten und vorne ist bei dir wahrscheinlich. Deswegen, du ölst dich dann immer so. Drehst dich so im Kreis, während du dich ölst. Ich sehe das immer als Balzritual meiner Freundin gegenüber, die schläft schon lange auf der Couch. Ja, wow, gut. Wie die Zeit verrinnt, wenn man über das Einölen spricht. 6 Minuten wahrscheinlich, verabschieden uns jetzt schon. Also jetzt gut. So, schönen Abend. Ach, bis bald. Was auch immer. Auf Wiedersehen. Gut Öl. Bis zur nächsten Folge. Ne? Tschüss.